Hier, das ist die Kamera von oben, LS85 Lumix von Panasonic. Hier oben das kleine Löchchen, das ist wohl das Mikrofon und gleichzeitig auch ein Lautsprecher. Ja, ist ein bisschen klein, aber wird man sehen, was da reinkommt oder rausgeht an Sound. Aufgenommen habe ich noch nichts in der Richtung. Ja, hier haben wir nochmal einen anderen Finger. Das ist einfach nur Zoom, rein oder raus, ein- oder ausschalten. Und hier gibt es nochmal einen Knopf für diese intelligente Automatik. Ja, mit der dann einfach nichts mehr eingestellt werden muss. Dann macht die Kamera alles alleine. Außer vielleicht noch den Blitz. Kommen wir mal zu den anderen Bedienelementen. Hier das Display. Und kurz drüber gehen. Ja, ist eigentlich, finde ich, jedenfalls groß genug. Ja, spiegelt auch nicht allzu sehr, dass man alles drin erkennen kann. Die Schalter erkläre ich gleich mal, kurz mal um die Kamera rum. Hier an der Seite ist die Klappe für die Speicherkarte. Da passen also SD-Karten rein. Auf der Unterseite ist eine Klappe, das finde ich ganz gut, ist gesichert. Doppelt für die Batterien halt einfach nur. Okay, der Anschluss für ein Stativ. Und da ist nochmal dieser Mini-Mini-USB. Dann die Buchse halt. Für das Spezialkabel von Panasonic. So, von vorne sieht die Kamera so aus. Das Objektiv ist nicht so besonders groß. Nennt sich Lumix DC Vario. Vierfach optischer Zoom 1,28 bis 5,9. Beziehungsweise 5,5 bis 22, das wird die Blende sein. ASPH, gut, weiß jetzt auch nicht, was das bedeutet. Hier vorne steht es nochmal drauf. IA, diese intelligente Automatik, da braucht man halt nichts mehr machen. Ich stelle die Kamera mal ein. So, die Bilder werden intern abgelegt, weil ich keine Speicherkarte eingelegt habe. Mal einfach hier unten angefangen. Display-Schalter schaltet man diese Anzeigen im Bild durch. Machen wir nochmal ein ansehnlicheres Hintergrundbild an. Etwas. So, schaltet man halt wie gesagt diese Anzeigen durch mit dem Display-Modus. Da kann man auch so ein Gitternetz anzeigen, finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Weil man zum Beispiel so ganz gut mit diesem sogenannten goldenen Schnitt arbeiten kann. Wenn das nicht sagt, bitte nachfragen oder bei Wikipedia mal gucken. Ja, verschiedene Anzeigen. Hier oben Batterie. Die Anzahl der speicherbaren Bilder sind nur 7, weil es halt im internen Speicher abgelegt wird. Es ist keine Speicherkarte eingelegt, sagt er mir hier. Neben der Batterie links ist ein Zeichen, ja, da sagt er im Prinzip, wie er den Autofokus einstellt. Hier in dem Fall mit mehreren Testbereichen, also Fokussierbereichen. Die Bilder werden mit 8 Megapixel aufgenommen. Im Moment ist die Einstellung auf bewölkt. Und da geht der Monitor aus Stromspargründen aus. Dann können wir da anmachen. Blitz ist auf Automatik, glaube ich, gestellt. Das linke Symbol oben heißt, dass halt Fotoapparat aktiv ist und nicht Videokamera. Daneben steht nochmal dieses Anti-Schüttel-Symbol, dass die Kamera diese Schüttelfunktion, diese Schütteleffekte selbstständig wegmacht. Und ganz zuletzt noch, dass ich halt im Makrobereich aufnehme mit dieser Blume hier. So, das war wie gesagt Display. Mal kurz durch. Ja, hier in den Eigenschaften, in den Settings kann man halt verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, in welcher Bildgröße aufgenommen wird, 4 zu 3, 16 zu 9. Aber auch in welcher Qualität halt, da wird der Fokus nochmal bestimmt, welche Bereiche halt getestet werden, fokussiert werden. So, bei Empfindlichkeit kann man nochmal die ISOs einstellen. Finde ich auch ganz angenehm, geht bis 800, 1600 ISO, das ist schon eine ganze Menge, da kann man auch im Halbdunkel halt noch brauchbare Bilder machen mit diesen 1600er ISO-Einstellungen. Ja, bei Weißabgleich gibt es auch eine Möglichkeit, einen Autofokus, kann man noch eine Gesichtserkennung einstellen, etc. pp. Einiges, Serienbilder sind möglich. Stabilisator hatte ich auch eingeschaltet, Autofokus hilft nicht. Und so weiter und so fort. Hier nochmal die allgemeinen Settings. Ureinstellungen und sowas, das kennt man ja, das sind halt die Grundeinstellungen. Piepen habe ich ausgemacht. Sprache nochmal einstellen. Ja, das war es im Großen und Ganzen mit der Kamera. Es gibt nochmal
einen sogenannten Szenenmodus. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu diesem Modus, Szenenmodus. So, wenn man den einschaltet, hat man hier solche Auswahlmöglichkeiten, dass man halt ja, Kerzenschein, Umgebung einstellt oder mehr Speisen. Das, ich denke mal, das wird so eine Makrofunktion sein. Ein Selbstporträt kann er auch die Haut leicht verschönern. Hier kann man noch Babyfotos bestimmen und dann kann man sogar noch Alter und Namen des Babys eingeben. Ich würde es nicht brauchen, sagen wir mal, weil ich keine Kinder habe und das, glaube ich, vielleicht auch auf dem Rechner eintragen würde, die Bezeichnung und so weiter. Aber wem es gefällt, der kann sowas natürlich nicht machen. So, Feuerwehr könnte man auch fotografieren am Strand. Solche Dinge sind da als Voreinstellungen halt wählbar. Nehmen wir mal hier, das ist Kerzenlicht. Man macht halt alles ein bisschen duster. So, dann kann man noch das Normalbild aussuchen. Dann nimmt man halt, ja, kann man halt möglichst viele eigene Funktionen wählen. Und hier ganz unten Bewegtbild ist halt so eine Art Videofunktion. Intelligente Automatik, wie gesagt, da macht er alles alleine. Soweit also zur Lumix LS85. Ich finde, es ist eine ganz gute Urlaubsknipse, kostet aktuell 112,90 € bei Cyberport. Dauert vielleicht ein paar Tage, bis sie da ist. Ich glaube, in Silber ist sie gar nicht verfügbar. Aber ob sie in Silber ist oder Blau oder Schwarz oder Rot, sind, glaube ich, die anderen Farben, die noch verfügbar sind. Das soll ja eigentlich nicht so die Rolle spielen, beziehungsweise Silber ist ja eigentlich auch ein bisschen langweilig. Eine rote oder blaue wird mir schon, glaube ich, besser gefallen. Ansonsten, wie gesagt, eine gute Urlaubsknipse, mit der man vor allen Dingen sofort loslegen kann, wenn man sie auspackt, weil halt nur Akkus bzw. Batterien reingetan werden müssen und keine spezielle Aufladeakkus dabei sind oder sowas. Also keine speziellen, mit spezieller Form, wie es bei der anderen Panasonic der Fall ist, die ich euch dann aber später zeige. Soweit also erstmal hier zur LS85. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.